Musste ich das komische Buch benutzen? Nein, ne? Es war einfach im Inventar und war für das Zusammenbasteln, glaube ich, gewesen. Wo ist denn das? Ach so, ich bin ja... Ich bin blind. Ja, genau, das war einfach da drin und das war dann für die Objektherstellung, wenn ich mich nicht irre. Richtig? Was habe ich denn Neues? Ich glaube, das da. Schriftstein offenbart mehr Nachrichten aus anderen Welten. Gnadenimitator, das Licht weist den Weg, jedoch ohne Ordnung. What? Leuchtet schwach, wenn man ihn aufstellt. Eventuell Fackelersatz? Achso, das war ja alles, genau. Ja, okay. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht hier das ein oder andere herstelle. Kann vielleicht auch nicht verkehrt sein. Wenn man dann hier und da irgendetwas nutzt, was vielleicht einen Gegner erspart anzugreifen. Mit den herkömmlichen Mitteln. Oder vielleicht auch einfach nur, um Gegner anzulocken. Was bist du denn? Bist du nur hier so ein komischer Strauch, der normalerweise durch die Gegend rollt, aber hier aus irgendeinem Grund im Wasser durch die Gegend schleift? Okay. By the way, ich weiß es... Kommt ein Haar auf meinem Maul her. Ich weiß, dass es hier in diesem Spiel illusionäre Wände gibt. Ich habe aber keine Ahnung wo. Vor allen Dingen, weil das Spiel ja so gigantisch ist. Ich glaube, wenn man ein paar Mal durchgespielt hat, dann ist das Spiel nicht mehr so riesengroß, aber... Yeah, ich glaube, wenn man hier jede einzelne Wand ankloppen will, dann ist man eine halbe Ewigkeit damit beschäftigt. Ist das nicht der eine Typ, der mir vorhin geholfen hat? Just joining the fray, tarnished. Well, you fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Eura. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember, no kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Ich mag, dass der Typ aussieht wie so ein Ronin. Ja, sieht nett aus. Das ist ein Mit. Ich dachte, das wäre ein Strohhut oder ähnliches, aber das ist ja eher ein Metallhelm. Helm, in Anführungszeichen. One last word of warning. Stay clear of Agile Lake. A great dragon roosts there. And it's as fearsome as it is majestic. So. Unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Schön, dass ich auch weiß, wo dieser See ist, ne? Und ich meine, auf der Map, da sieht man ja auch so viele Namen. Ha. Huh. Na, geh weg. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Okay. Jetzt sag mir nicht, dass der See hier direkt vor meiner Nase ist. Hm? Oh, hier liegen Leichen. Sehe ich jetzt erst. Und von da sammle ich einen Pilz ein. Ja, lecker. War ja klar, dass es wieder diese Blobs gibt. What? Oh, ich kann damit nicht angreifen? Doch, kann ich. Und war klar, dass Feuer...
die Schwäche ist. Ist immer wieder so der Fall. Feuer ist die Schwäche. Oh, Skelette. Ah, verdammt. Im Verlauf der Zeit habe ich es auch so ein bisschen lieben gelernt, diesen Abwehrkonter zu machen. Das ist schon ganz cool. Wird hier wieder Tag? Ah ja, scheint so. Kann man da gerade unten rechts sehen. Wird langsam wieder Tag. Giftblüte. Ist bestimmt zum Reinigen von Giftansammlungen. Bestimmt, wa? Hä? Oh! Da hinten ist schon wieder so ein komischer Blob, der durch die Gegend schleimt. Ist das auch wieder eine Höhle? Oh, mehr oder weniger. Da sind haufenweise Blobs, habe ich gerade gesehen. Ich finde es nett, dass wenn man die Fackel hochhält, hat man ein bisschen mehr Licht. Au! Oh, ihr gebt nur 16? Oh, was bist du denn? Bist du auch so eine komische Libelle oder was? Ja. Siehst nur anders aus. Sieht aus, als hätte man hier in diese Ecke einfach nur haufenweise Leichen reingeschmissen und die haben sich im Laufe der Zeit zu diesem Blob da geformt. By the way, gestern... War das gestern? Ich glaube, das war gestern, ne? Mit diesem State of Play von Sony. Als da gesagt worden war an einer Stelle, ein Fan-Favorit kehrt zurück zum PC oder kehrt zurück und kommt zum PC hin. Da dachte ich mir so, Bloodborne? Es ist es ist Spider-Man. Ah. Yay! Oh. Klar. Ich meine, okay, wird sich wahrscheinlich gut verkauft haben und so, aber... Bloodborne Remaster, okay, damit könnte ich mich anfreunden. Bloodborne Trübflusskatakomben, okay. Bloodborne 2? Ja, damit könnte ich mich noch mehr anfreunden. Beides noch besser.
Aber ist dieser Spider-Man-Teil nicht ein Spiel gewesen, was noch gar nicht so alt ist und das kriegt jetzt schon ein Remaster? Da finde ich ja das Remaster von Resident Evil 4 ja schon wesentlich sinnvoller als das von diesem Spider-Man-Spiel. Naja. Habe ich Seelen verloren? Hatte ich nicht irgendwas mit 2600? Ah. Naja. Dachchen Gollum. Ah, du bist hier diese komische Statue. Wo ich diesen Dolch da in den Kopf reinstoße. Oh. Okay. Die haben Blutung. Ah, war ja so klar. Schmeißen dir ein neues Gesicht, Junge. Haben wir noch mehr? Glaub nicht. Gräbertalilie. Hm. Man erkennt aber sofort, dass es wie in Dark Souls 3. Oder wie in Bloodborne. Hat sich nicht viel verändert. Macht der Dolch auch das? Oder Wurfmesser vielmehr. Hätte ja sein können, dass dieses Wurfmesser auch hier die Blutung verursacht. Ach komm schon. Hm. Und wenn ich da drauf latsche, dann kommt von irgendwas, wa? Und irgendwo kommt irgendwas. Ich will da lieber nicht drauf latschen. Okay, hallo, hallo, hallo. Latsch du mal auf die Falle da bitte, ja? Oh, bewirkt nichts. Verdammt. Ich frag mich, was bei den ganzen anderen Sachen da kommen könnte. Ich meine, da ist ja noch hier, wie heißt das, Game Awards, da werden ja auch ein paar Spiele dann gezeigt. Angeblich soll E3 kommen? Die E3 gibt es noch? wundert mich ein bisschen, dass es die E3 immer noch gibt. Allerdings sind ja mittlerweile so viele... Wurzelharz. Publisher oder Entwickler mittlerweile ja selber irgendwelche Dinge am machen, wie sieht man ja bei Nintendo mit ihrem Direct oder hier PlayStation mit diesem State of Play. Da würde es mich nicht wundern, dass dann irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Hm. Und irgendwas explodiert. Da würde es mich nicht wundern, dass dann die E3 dann schlichtweg einfach nur noch uninteressant ist. Du siehst dann vielleicht ein paar Sachen, die man woanders dann nicht gesehen hat, aber ansonsten ist bestimmt dann ziemlich uninteressanter Mist. Aber wer weiß. Oh ja, klar, da fällt einer von der Decke. Oh shit! Frühlingsrolle! Oh! Von hinten! Von hinten? Von hinten? Von wo? Aus der Treppe? What? Okay, das fand ich einerseits gut, dass es nicht so offensichtlich war, wo die Falle jetzt ist. Aber, hä? Was genau war das für eine Falle? Oder wo genau... Und wo genau kamen die Pfeile? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hm. What?
Das ist ein Helm? What? Das ist ein Helm? Kann der irgendwas? Wo ist das hier nochmal? Da, ne? Ein Kopfschutz hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wicht-Golems. Erinnert ein wenig an einen Katzenkopf und birgt sogar Spuren ihrer Weisheit. What? Ich habe aber eine große Last, das heißt, glaube ich, ich fat-rolle dann bestimmt, wa? Okay. Interessant, dass man das als Rüstung tragen kann. Ich weiß aber nicht, wie man da durchgucken kann. Oh ja, ich fat-rolle, nope. Hau ab mit dem Scheiß. Vielleicht irgendwann später mal, aber... jetzt gerade nicht. Und eventuell brauche ich sowieso mehr Ausdauer oder so ähnlich. Kondition. Damit ich mehr Ausdauer habe. Mehr Ausdauer habe, damit ich dann auch mehr blocken kann. Ich will zwar versuchen, irgendwie ein bisschen was mit Zaubern auch zu machen, aber... whatever. Vielleicht werde ich am Ende genau das haben, was ich auch in Dark Souls 3 in meinem ersten Durchlauf hatte. Dass ich da einfach... na toll. Okay, das ist halbwegs gut gewesen oder so. Was ist denn das für ein Angriff gewesen? Ja, klar. Oh Mann, dass ich im Verlauf der Zeit halt das hinbekommen habe, dass ich da mit schweren Schilden einfach alles Mögliche am Blocken war und das bisschen Damage, was ich da bekommen habe, war nicht die Rede wert. Kann sein, dass ich das vielleicht ähnlich dann hier haben könnte, wobei fraglich ist, ob das funktioniert. Das waren doch jetzt nicht alle, oder? Scheinbar schon. Oder auch nicht. Oh. Oh. Das ist ja schön. Mal gucken, was ich da für ein Mistvieh habe. Wobei, wäre das nicht vielleicht intelligenter, wenn ich erstmal... zurückgehe? Es wäre vielleicht intelligenter, wenn ich erstmal zurückgehe. Ich meine, ich habe ja jetzt genügend Punkte, glaube ich, damit ich mal eben... nein, ich drücke die falschen Knöpfe hier. Wait, ich kann nicht zurück? Warum? Oh, weil ich in einem Dungeon bin, wa? Weil ich in einem Dungeon bin und in einem Dungeon kann ich nicht porten. Die kommen aus der Treppe! Warte mal. Ah, man kann aber Löcher sehen. Okay. Okay. Gut versteckt. Ah, kein Item. Weil ich will nämlich erstmal zurück, damit ich die Heilung und den Feuerball und das eine Item, was ich da benötige, damit ich die überhaupt wirken kann, kaufe. Ah, ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt die Sachen wirken kann. Das ist die andere Frage. Warum kann ich nicht... ach so, Gegner. Blob. Schwerer Bestienknochen. Die Wegmarke will ich garantiert nicht haben. Wo ist denn jetzt schon wieder der NPC? Ach da. Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then,
Would you like to learn an incantation? Ja, schon irgendwie, ne? Das ist die Heilung, das ist die dringende Heilung. Halt eure P und die von Verbündeten in der Nähe. Das ist wahrscheinlich eine stärkere Heilung dann, ne? Denke ich mir mal. Na gut, dringende Heilung, her damit. Feuerball, her damit. Ich habe das mal ausprobiert, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Das ist quasi diese kleine Stoßflamme, die man im Nahkampf macht. Wait, und von wem kriege ich jetzt hier Dingesbums, diesen komischen Nagelkneifer? Oder was weiß ich, was das für ein Ding war? Vielleicht von den anderen? Von dem anderen Händler? Der war da, glaube ich. Ja, da ist es ja. Fingersiegel. Was ist das? Kann sein, dass es das ist. Es sieht zumindest genauso aus wie das andere Teil. Wobei ich gerade meine, das war ungefähr um 90 Grad nach rechts gedreht. Dahin das Item. Ah ja, die anderen Dinger muss ich erstmal an einem Gnadenpunkt da reinstecken wieder. Ist das die? Das ist genau, das ist das, was ich haben will. Na gut. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen, da habe ich glaube ich auf Twitter irgendwas gesehen von Pokémon, dass da wieder ein neuer Teil kommt. Und die drei Starter da gesehen. Ich weiß nicht, die drei Starter, die sahen für mich nichts anders aus als eine grüne Katze, eine Ente mit einem blauen Wasserballon auf dem Kopf und so ein roter Bubble-Bobble-Drache. Ja, so ein roter Drache aus dem Spiel Bubble-Bobble. Wo wurde quasi so ein kleinen Drachen gespielt hast, der dann halt Blasen auf Gegner spuckte, damit dann die besiegt werden? Ja. Ach, ich will doch nicht. Das will ich doch nicht machen. So, dringende Heilo rein. Kann ich das auch haben? Nice. Sehr nice. Cool. Wie kann ich jetzt nochmal die Anzeige da haben? Nein, so nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. So, okay. Yeah, jetzt kann ich das wirken, die dringende Heilung. Cool. Und ich sehe jetzt schon, wie die Fackel immer wieder mein Problem sein wird. Ja, ich weiß, wie Zaubereien funktionieren. Ich habe sie nämlich bereits mit meinem zweiten Charakter verwendet. Deswegen wollte ich ja den ganzen Mist haben. Jetzt können vor allen Dingen die Schleime wahrscheinlich weniger ein Problem darstellen für mich. Okay. Ob es intelligent wäre, einfach hier durchzurennen? Ich glaube nicht, oder? Ich versuch's einfach mal. Was soll schon schief gehen? Außer, dass ich sterbe. Grabhüter-Duelland. Okay. Scheint nicht wirklich ein Boss zu sein. Eher so ein Mini-Boss, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich gerade eine Aufladung Popo-Tränen bekommen? Oh. Oh, klar. Oh, klar, jetzt hat er auch noch Berserker oder was? Ach, das kannst du auch noch bei dem machen.
Ja, sicher. Okay. Na, das war easy. Asche des verbrannten Ritters Engwall. What? Was macht denn dit? Aber siehst du, dass man... Will noch einer? Gut. Aber siehst du, das meine ich. Wahrscheinlich hätte ich von Anfang an lieber woanders hingehen sollen, damit ich mir da die Gegend angucke, Items finde, auflevel, besser mit dem Spiel klarkomme und so weiter, statt halt direkt einfach dahin zu gehen, wo das Spiel halt hinweist. Weil du sonst quasi... Oh. Okay, weil du sonst quasi Probleme haben wirst mit den Gegnern. So ähnlich wie wenn man jetzt bei Dark Souls 1 statt nach rechts zu den zu der Burg der Untoten oder so ähnlich hingeht, also Undead Burg, nach links geht zum Friedhof, wo die ganzen Skelette sind und die einen innerhalb kürzester Zeit umkloppen. Ja. Ist die Decke voll mit Leichen? Keine Ahnung. Sieht so ein bisschen aus wie dieser eine Baum aus Dark Souls 3. War da nicht in Dark Souls 3 quasi dieser Baum, der hatte auch haufenweise Leichen an sich dran oder wurde dadurch genährt und ist dann quasi dann nach und nach selbst zu einem Monster oder so geworden? Sieht so ein bisschen so aus, als würde man hier den Anfang von diesem Baum sehen. Nur um dann Jahrhunderte später plötzlich selbst zu einem Monster zu werden. Schon viel besser. Könnte wahrscheinlich noch stärker sein, aber hey, besser als nix gerade. Ich habe by the way mal versucht gehabt, diesen Baumwächter einfach mal beritten zu bekämpfen. War nicht so gut. Sah aus, als würde es funktionieren, hat aber nicht. Was ist denn das? Oh, cool. Ich habe goldene Scheiße bekommen. Oh, hallo. Seid ihr so übel wie in Skyrim? Ich merke gerade, ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet. So, jetzt. Boah. Du bist nur ein Teddybär und nichts weiter. Das war ein mieser, schneller Angriff. Oh, nur 15? Scheißen goldene Bären Gold? Offenbar ja, wa? Trinas Lilie. Aus Maul. Ui. Für was ist der Scheißhaufen da? Hä? Sag mir nicht, dass das ein Herstellungsmaterial. Material zur Herstellung von Objekten. What? Was stelle ich denn damit bitte her? Bist du ein Bär? Du bist ein Bär. Fehlt nur noch, dass das hier Jungtiere sind. Ich meine, dem Spiel ist alles zuzutrauen.
Das hier sind in Wirklichkeit eigentlich keine ausgewachsenen Bären, sondern Jungtiere. Und irgendwann später kommt dann so ein Riesenbär auf einmal angedackelt.